Ja, auch diese Woche gab es wieder einige interessante Aktien am US-Markt. Allen voran haben wir hier den Wert aus dem Entertainment- Unterhaltungsbranche, kann man sagen, Carnival Corporation, Cruise Tours. Da steht jetzt aktuell ein Ausbruch bevor. Gab es einiges auch an erhöhten Volumen, jetzt nicht mehr so extrem, wie wir es in den letzten Wochen bei verschiedenen Titeln gesehen haben. Das heißt, jetzt fast überhaupt mal wieder in einem normalen Bereich, aber auch Werte, die jetzt wirklich schon gut gelaufen sind und gute Quartalszahlen gebracht haben, wie zum Beispiel Twitter, stehen vielleicht vor einem weiteren Ausbruch nach dem Gap der Quartalszahlen. Das sieht charttechnisch auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, und das Volumen ist auch nach wie vor auf der Call-Seite hier auf einem hohen Niveau. Ähnlich wie Snapchat, wo wir auch gute Zahlen hatten und einen guten Verlauf nach den Zahlen zumindest. Und da sieht es momentan auch sehr stark danach aus, dass ein weiterer Ausbruch folgen wird. Ansonsten, ja, was wir in den letzten Wochen gesehen haben bei den verschiedensten Cannabis-Werten oder auch Werten aus dem Technologiesektor, das hat sich ja nicht nur vom Kurs wieder alles beruhigt, so wie wir es jetzt bei SNDL zum Beispiel sehen, auch vom Volumen können wir hier sehr gut erkennen, dass sich in dem Bereich da nicht mehr so extreme Anstiege im Volumen selber zu sehen sind, wie es zuvor der Fall war. Und da können wir auch verschiedene andere Titel aus diesen Bereichen noch mit durchgehen, wie zum Beispiel OGI. Das hat sich zumindest auf einem ganz guten Niveau gehalten, also im Gegensatz zu SNDL. Und ich glaube, so der vorher sowieso liquideste Titel hier, ACW, der war am wenigsten davon betroffen. Klar, den ist ein Höhenflug ein Stück mitgemacht, aber hier sieht es auch normal aus. Hier gab es in der Form keine größeren Übertreibungen. Und ähnlich sieht das natürlich auch bei den Werten aus dem Technologiesektor, aus dem GameStop oder auch die anderen Titel wie BlackBerry, die hier sehr starke Volatilitäten hatten. Das hat sich alles wieder beruhigt. Hier haben wir vielleicht noch einen ganz interessanten Wert, FLNT, ein Wert, der gestern, wie wir unten auch sehr gut erkennen können, ein recht hohes Volumen hatte, vor allen Dingen auf der Call-Seite, wo wir ja ein Vielfaches vom durchschnittlichen Volumen hatten. Wir sehen hier 47.000, Durchschnitt liegt bei 4.000. Also es ist wirklich gestern mit der Bewegung der Aktie natürlich selbst auch hier zu sehen, Ausbruch über 8 Dollar, heute wieder etwas darunter. Aber das kann ganz interessant für auch einen Ausbruch, ähnlich wie wir es vielleicht bei Twitter oder jetzt auch bei Snapchat erwarten können. Das so viel zu dieser Woche, und ja, wenn Sie auch in der kommenden Woche nichts verpassen wollen, subscriben Sie bitte hier zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.